So, und da sind wir wieder bei Mass Effect 2. Was für ein Chaos. Kommst du auch mit? Hä? Wo kommst du denn her? Wie macht er das? Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuger bei ihr zu landen. Sie hat ihn die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie seine Strümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselbe Erinnerung? Klingt, als hätte der Reaper ihr Bewusstsein beeinflusst. Pff, total unnötig, so weit in Bewusstsein reinzupacken. Feindbeschuss? Ich schieße auf die Feinde. Ja, ja, so viel zu Feindbeschuss. Ich schieße hier. Alter, geht weg. Junge, ich bin Sparta. Lauf durch das Feuer in deinen Tod. Vielleicht sollten wir hier auch nicht gerade drin sein. Schaff bitte! Ein guter Schütze. So gut, dass er sich mal zu erkennen geben könnte. Ich wollte die gerade wegmachen. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Aber wer hat uns jetzt geholfen? Die kommen. Y. Tor. Copyright. Beyblade. Batterie. Noch geschafft, bevor sie ankam. Alter, das war richtig knapp. Hier muss ich sogar lang. Scheiße. Das gefällt mir nicht, weil ich da hinten sehe.
der kann das auch. Kann nicht anvisieren. Boah, mach ich dem richtig viel Schaden, ey. Hier für dich. Mist. Dann machen wir es so. Feuer drauf. Bam, 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 bam. Und in die Fresse. Ich bin froh, dass hier nicht noch einer ist. Die haben wir doch schon mal gesehen, Shepard. Ihre Leute nennen sie Drachenzähne. Die Geth haben sie auf Eden Prime eingesetzt. Sehen Sie, wie der Raum strukturiert ist? Für Sie war das Ding wohl so eine Art Altar. Das ist doch nicht normal. Niemand bei klarem Verstand würde so etwas wollen. Sie haben die Loks gehört. Sie haben alles Mögliche gesehen und gehört. Sie wurden indoktriniert. Wir können diesen Leuten jetzt nicht helfen. Aber wir werden nicht zulassen, dass die Maschinen ihre Leichen derart missbrauchen. Sie sind ja ohnehin schon aufgespießt. Schweres Hautgewebe. Ja, danke. Da hat sich der Kauf ja doppelt gelohnt. Sonderbar hat gesagt, der Chef wäre tot. Wir haben ihm vertraut. Er hatte recht. Aber sogar ein toter Gott kann noch träumen. Ein Gott, ein richtiger Gott, ist ein Zustand. Kein alter Mann mit Zauberkräften. Er ist eine Macht, die die Realität durch bloße Anwesenheit. Ja, ich war auch tot. Und ich habe gelebt. Bei mir guckst du besser fünfmal, bevor du weggehst, wenn du mich erschossen hast. Weil dann lebe ich nämlich wieder. Dürfte nicht sprechen können. Ein einzelner Geth ist nicht viel intelligenter als ein Baron. Naja, ich habe mal einen getroffen, der hat sehr gut gekämpft und mir sehr viel Credits eingebracht. Ich war dem nachher sehr dankbar. Vielleicht erinnert man sich ja noch dran. Ach, ihr seid doch nur Space-Zombies, ey. Schießt ihm einfach die Füße weg, dann geht einfacher. Hilft er uns jetzt nicht mehr?
so kann ich den nicht anvisieren. Geht mir das sonst auch immer. Er steht da einfach nur. Der trifft mich, der Ableger. Hör ich das mal an. Geben wir dem mal eine ordentliche Ladung. So. War doch noch nicht alles, oder? Das war nie und nimmer alles. Das ist bestimmt noch. Ja, vor euch. Die einfach dagegen nichts tun können. Kommt jetzt auch wieder ein mieser Fettsack oder was? Der miese Fettsack. Ja, hier kommen gleich wieder welche, sonst könnte man da nichts sprengen. Ah, das war ja überhaupt nix. Kommt jetzt noch eine Welle? Wahrscheinlich. Kommt raus. Ich höre euch schon. Zwei Stück. Oh, der ist weg. Hier für dich. Wollen sie denn noch wieder kommen?
Ach, ich laufe einfach. Viel weiter kann man uns ja nicht schicken. Für euch. Der ist weg. Boah. Dann regeneriert er sich mal. So. Ich wollte noch wieder kommen. Ja, rempel mich halt an. Das hilft uns. Ich glaube, irgendwie hier kommt noch mehr. Beyblade, Beyblade. Copyright, Copyright. Batterie, Batterie. Tor, Tor. Y, Y. Hier haben wir doch das Ziel. Tor, Tor, Copyright, Copyright, Y, Y, Batterie, Batterie und Beyblade, Beyblade. So. Den Kern kann ich so nicht beschädigen. Tausend Credits, das ist nicht wert. Jetzt habe ich wieder angesprochen. So. Wir müssen das Teil auf jeden Fall zerstören. Jetzt wird da draußen einfach gesaugt. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin mir sicher, dass wir die jetzt nicht einfach nur töten müssen. Nein, wir müssen den Kern zerstören. Okay, wir müssen ihn vielleicht doch nur einfach töten. Kann ich ja eigentlich gut.
Der Kern hat Priorität. Wann öffnet der sich wieder? Öffne dich wieder. Zu spät, jetzt wirst du tot. Der haut die hier alle weg. Jetzt hier rauslaufen. Shepard, der Gap ist immer noch da. Benutzen wir ihn für Zielübungen? Lassen Sie ihn hier. Sie wissen, was er ist. Wenn er Zugriff auf die Computer der Normandy bekommt. Sie haben es selbst gesagt. Noch nie hat jemand einen Intakten gefunden. Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob es das Risiko wert ist, Shepard. Wir haben keine Zeit für Diskussionen, Tali. Na los! Durchhalten, Leute! Mach mal Luftschleuse öffnen. Und geschafft. Und dazu noch ein Level abbekommen. Naja, war ja nicht weiter verwunderlich. Ich find's ja immer noch komisch, dass ich so einen niedrigen Level bisher hab. In Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere Ihnen, die Belohnung ist erheblich. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Kugeln können das. Das habe ich nicht. Danke Ihnen beiden für Ihre Empfehlungen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tali wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Was ist jetzt mit diesem Reaper FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Die Verbindung mit den Systemen der Normandy bringt gewisse Risiken mit sich. Ich vertraue Ihnen, Edie. Ich weiß, Sie werden es nicht zulassen, dass dem Schiff etwas geschieht. Verstanden, Shepard. Es wird wohl einige Stunden dauern, bis das FFS bereit zum Testen ist. Ich verständige Sie, sobald es soweit ist. Klingt gut. Bis dahin einfach weitermachen wie gewohnt. Crew kann wegtreten. Immer diese Blackscreens. 5 Abtrünniger. 22 Vorbild. Fuck. Schweres Hautgewebe. Schrotflinte Schaden. Und Präzisionsgewehrschaden. So, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.